Hey Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Android-Apps auf eurem PC installieren könnt. Ihr installiert sie nicht auf eurem PC, sondern in einen Emulator, Android-Emulator. Das ist quasi ein Handy auf eurem PC. Dazu benötigt ihr ein Programm, das könnt ihr euch hier runterladen, kostenfrei hier einfach runterladen. Das ist ganz einfach installieren, wie jedes andere Programm auch. Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Und dann bekommen wir hier zwei Desktop-Icons. Das erste startet den Emulator direkt, wenn wir einen haben, und das zweite zeigt uns halt die Übersicht mit den Emulatoren, die wir haben. Wir können nämlich mehrere machen. So, und jetzt machen wir uns erstmal einen Emulator, also quasi ein Handy. Dazu gehen wir hier auf Erzeugen und dann auf Android 5.1 oder 7.1, ist egal. Ich gehe jetzt auf 5.1. Und jetzt wird das Ganze erstellt. Möglicherweise muss es sich Android erst noch herunterladen, je nachdem, was ihr auswählt. Das Ganze wird jetzt erstellt, es sollte eigentlich relativ schnell gehen. So, das Ganze ist jetzt auch schon fertig. Hier steht Status ausgeschalten und jetzt können wir auf Start klicken und schon wird unser Android-Emulator gestartet. Bei mir ist hier auf einem anderen Monitor. So, das Ganze wird jetzt hier gestartet. So, jetzt ist das Ganze fertig geladen. Wir bekommen hier noch eine Anleitung, die können wir getrost wegklicken. So, und jetzt können wir auf den Homescreen, das ist der Homescreen. Hier sind schon ein paar Apps vorinstalliert, aber ist egal. Wir sehen hier zum Beispiel den Play Store. In diesem können wir ganz normal, wie wir es kennen, Apps herunterladen. Natürlich müssen wir uns im Play Store mit unserem Google-Account anmelden, aber haben wir uns damit angemeldet, können wir natürlich auch ganz normal Apps herunterladen. Wir können natürlich auch APKs nutzen, um eine App zu installieren. Das Ganze können wir entweder hierüber machen und dann die APK auswählen, oder wir können sie einfach hier reinziehen. Und dann sehen wir hier schon das Icon und hier steht Installiere. Und dann ist es gleich installiert und wir können die App ganz normal starten. So, jetzt sehen wir hier, dass es fertig installiert ist. Und wir sehen hier den Namen von der App. Und jetzt können wir sie ganz normal starten, wie am Handy. Wir können natürlich hier auch noch Einstellungen treffen, weil wir sehen, dass es sieht jetzt aus wie ein Tablet eher von der Form her. Wir können hier die Auflösung zum Beispiel auf dem Handy ändern. Und dann ist es halt so hochkant. Ihr habt ja aber vorhin am Beispiel von Clash Royale gesehen, wenn es was hochkant sein muss, dreht sich das auch. Wir können hier noch weitere Einstellungen machen, zum Beispiel die Auflösung, wie viel FPS, Sprache natürlich und hier erweiterte Einstellungen. Und hier bei den erweiterten Einstellungen, was zum Beispiel für ein Handy ist, zum Beispiel für die Einstellung oder so, oder was für ein Netzbetreiber ist oder welches Land. Wir können hier eine Handynummer emulieren beim Netzwerk. Da können wir zum Beispiel uns einen Namen geben, dem Netzwerk, mit welchem WLAN es verbunden ist. Weil ihr seht, hier steht, es wäre mit dem WLAN MEMU Wi-Fi verbunden. Natürlich gibt es dieses WLAN nicht. Das ist einfach der LAN-Anschluss des Computers. Ihr könnt hier den Namen festlegen, die MAC-Adresse. Dann könnt ihr hier noch Sachen, was das Netzwerk angeht, umstellen. Hier noch ein paar andere Einstellungen und noch Tastenkombinationen und dann speichern. Das Ganze wird aber erst übernommen, wenn ihr den Emulator neu startet. Hier in der Seite könnt ihr die Lautstärke erhöhen oder halt runterschrauben. Ihr könnt hier auch einen Standort vortäuschen. Also, ihr habt da natürlich kein GPS. Deswegen könnt ihr hier einfach euch einen Standort aussuchen. Zum Beispiel, ich will jetzt hier sein und sage hier diese Position. Und jetzt denkt zum Beispiel Google Maps oder so, ich bin an diesem Punkt. Es gibt auch noch sogenannte gemeinsame Ordner. Wir können uns die hier festlegen, indem wir auf den Stift klicken. Und dann können wir da zum Beispiel Musik oder was weiß ich reinlegen. Also wir haben hier mehrere gemeinsame Ordner. Und das heißt, in diese Ordner können halt beide Geräte zugreifen. Also unser PC kann darauf zugreifen und das Handy. Wir können hier zum Beispiel klicken und dann öffnet sich der Ordner auf unserem PC. Und bei Musik kann ich zum Beispiel mal die APK reinziehen. Ist jetzt unlogisch, aber zum Beispiel mal. Dann kann ich jetzt hier zum Beispiel auf das Android-Symbol klicken und dann öffnet die sich hier auf dem Handy. Also wir haben hier, können auch Dateien rüberschieben, ganz einfach. Hier bei den Pünktchen haben wir zum Beispiel noch mehr Optionen. Zum Beispiel, wir können hier Android neu starten, wir können eine Bildschirmaufnahme machen, wir können einen Screenshot erstellen, dann wird einfach ein ganz normaler Screenshot gemacht. Oder zum Beispiel emulieren, als würde ich das Gerät schütteln. Das ist zum Beispiel eher für Developer interessant, glaube ich. Oder wir können das auch zum Beispiel drehen, als würden wir es jetzt drehen. Jetzt sind die Punkte natürlich hier auch, haben sich ein bisschen verschoben. Und ich drehe es mal wieder zurück. So, mehr gibt es jetzt auch nicht mehr zu sagen. Die wichtigsten Sachen an diesem Emulator habe ich euch jetzt gezeigt. So könnt ihr quasi ein Handy emulieren. Das ist ganz praktisch für Developer. Oder vielleicht auch, wenn ihr einfach nur irgendeine App oder irgendein Spiel am PC spielen wollt. Ihr könnt jetzt natürlich auch hier stoppen, indem ihr einfach hier aufs Kreuz klickt, ganz logisch. Und dann beenden. Jetzt könnt ihr auch über diese Verknüpfung den Emulator direkt starten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auch natürlich auch immer über ein Like und ein Abo. Und ich sage, ciao Leute, haut rein.